Am Mittwochabend wurde im Eichwalder Rathaus die Ausstellung Begegnungen – Hollywood zu Gast in Eichwald von dem bekannten Fotografen André Rau eröffnet. Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen, den berühmten Fotografen persönlich kennenzulernen und auch seine Werke zu begutachten. Mit diesem Ansturm hatte das Rathaus wohl nicht gerechnet. Viele Besucher mussten stehen. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Bürgermeister Nikolaus Fink eröffnete musikalisch umrahmt von der Jugendmusikschule Eichwald die Ausstellung. André Rau ist 1957 in Stuttgart geboren, in Nellingen aufgewachsen und ging in Esslingen zur Schule. Im Alter von 20 Jahren zog er nach Paris, um dem renommierten Modefotografen Peter Lindberg zu assistieren. Weitere Stationen waren Monaco, New York und Los Angeles, wo er sowohl gearbeitet als auch gelebt hat. Heute ist er einer der bekanntesten Beauty- und Modefotografen unserer Zeit. Durch meine Familie, meine Tante ist Fotografin, hat einen Fotograf geheiratet und schon in der Kindheit habe ich mich dafür interessiert und war auch kein guter Schüler und hat mir also einen Job gesucht, wo ich nicht nochmal viel lernen und die Schulbank drücken muss. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe und das, was ich erlebt habe, die Länder, die ich gesehen habe, da würde ich also auf jeden Fall sofort wieder dasselbe machen. International bekannt ist André Rau für seine kraftvollen Porträts internationaler Künstler wie Penelope Cruz, Jennifer Lopez, Brad Pitt und vielen anderen. Er beschreibt seinen Stil als anspruchsvoll und sauber. Seine Arbeiten wurden bereits in Paris, New York, San Francisco, Tokio, Berlin, Köln und nun auch im Eichwalder Rathaus ausgestellt. Er fotografiert unter anderem Titelseiten für die Vogue, Vanity Fair, GQ und noch für etliche mehr. Seit 2 Jahren lebt André Rau nun wieder in Deutschland und hat in Eichschieß seine Heimat gefunden. Noch bis zum 17. August kann man von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr die Ausstellung anschauen. Zum 7. Mal fand heute in Esslingen die Aktion »Schüler erleben Denkmale« statt. An der Silcher Schule in Esslingen findet seit dem 15. Mai eine Projektwoche zu verschiedenen Themen rund um die Geschichte Esslingens statt. Die Projektwoche wird in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege und verschiedenen anderen privaten und öffentlichen Experten durchgeführt. Heute ging es um das Thema die Wasserwege in Esslingen. So trafen sich 16 Schüler heute Morgen um 9 Uhr, um die Wasserwege zu erkunden. Christiane Schick, die Denkmalpädagogin, führte die Kinder durch die Stadt. Auf alle Fälle, diese historischen Neckarkanäle existieren ja schon seit dem Mittelalter und stehen deshalb auch unter Denkmalschutz, sind Kulturdenkmäler, genauso wie der Neckar vom Rhein bis nach Plochingen hoch. So konnte man nicht nur Interessantes über Strömungen und Nutzen erfahren, nein, auch über die Geschichte erklärt Dr. Michael Hascher den Schülern so einiges. Ja, das sind keine natürlichen Flüsse, es sind kanalisierte Flussarme und kurze künstliche Kanäle für die Triebwerke. Also es ist in Esslingen typisch für solche älteren Städte, dass man ein Netz von Gewerbekanälen hat, die seit dem Mittelalter für unterschiedliche Zwecke, aber hauptsächlich Wasserkraft, erstellt wurden und wo eben die Ufer hier gefasst wurden mit Ufermauern, wo es dazwischen Sohlschwellen gibt. Also man hat eben kein natürliches Gewässer, sondern ein kanalisiertes Gewässer und hier sehr, sehr alter Bestand und das ist also sowohl städtebaulich interessant für die Entstehung der Stadt Esslingen und eben diese ganzen Gewerbestandorte sind dann zum Teil für sich auch noch Denkmal. Und das macht den Wert als bauliches Zeugnis aus. Es gibt einerseits den Kanal an sich, andererseits queren dieses Kanalnetz verschiedene
Brücken, die es mit der inneren Brücke auch zu den ältesten steinernen Gewölbebrücken in Deutschland gehören. Innere Brücke aus dem 13. Jahrhundert oder eben so kleinere Gewölbebrücken oder hier diese Brücke, auf der wir stehen, Agnessteg aus dem frühen 20. Jahrhundert, auch eine sehr hochwertige Konstruktion. Dann haben wir in der Führung, wir haben einige Wasserräder erhalten, die eben noch veranschaulichen, was da früher gemacht wurde. Die nicht alle Kulturdenkmale sind, aber manche davon sind Kulturdenkmale, laufen nur so. Manche sind Wasserräder, die wirklich noch Strom produzieren an zwei Stellen. Und eines davon ist in einem Komplex drin, einem Fabrikkomplex, der eben auch Denkmal ist, also wo aus einer früheren Mühle sich ein ganzer Fabrikkomplex entwickelt hat. Und ganz am Ende sehen wir etwas relativ Seltenes, quasi ein, heute würde man sagen, Hochwassersperrtor aus dem 19. Jahrhundert. Also die Stadt Esslingen hat sich schon im Mittelalter in die Flussaue reinentwickelt und es gab immer wieder Hochwasserereignisse. Was man schön vorne sieht am Schelztor, gibt es so Hochwassermarken seit dem 16. Jahrhundert. Und nach dem großen Hochwasser 1824 wurde dann da das sogenannte Wasserhaus errichtet, also eine Wehranlage, die im Hochwasserfall diese innerstädtischen Kanäle vom Hochwasser freihält und das dann über den anderen Neckararm, wo heute die Bundeswasserstraße liegt, umleitet. Die Aktion findet noch bis zum 19. Mai statt, wo die Kinder weitere Wahrzeichen sowie historische Orte in Esslingen erforschen können.